Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil von meinem Aquarientagebuch zu meinem 350 Liter Becken. Ja, letzte Woche hatten wir hier den Test von diesem Koffer, von dem JBL. Möchte ich noch kurz drauf sagen, also der Koffer ist wirklich was für in Anführungszeichen Anfänger. Die Messbereiche da sind absolut was für den. Ja, für normale Becken würde ich sagen, bringt es nichts. Aber okay, lassen wir das jetzt mal außen vor. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Mir wurde er zur Verfügung gestellt, dass ich das Ding mal teste. Habe ich gemacht. Somit ist das Thema für mich durch. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zu meinem Becken. Ich habe vor einiger Zeit darüber berichtet, dass ein Bekannter von mir aufgehört hat, weil dem sein Becken mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen komplett gekippt ist. Warum, weshalb, wissen wir immer noch nicht, aber egal. Ich habe jetzt mehr oder weniger bei ihm geplündert, weil er wirklich komplett aufgehört hat. Habe Technik übernommen, jede Menge Mittelchen etc. pp. Unter anderem auch hier einen Flüssigabsorber von Mikrolift. Und den habe ich momentan jetzt mal drin. Und zwar, ja, das Wasser wird ein kleines bisschen milchig davon und das Ganze geht dann mehr oder weniger über den Abschäumer raus. Abschäumer kommen wir gleich zu, habe ich nämlich auch einen neuen. Und ja, ich bin meine Anemonen dann losgeworden. Was ihr da jetzt seht, ist die kleinere Variante und die soll ja wachsen. Und ja, alles in allem, es sieht eigentlich recht gut aus, kann mich nicht genug beschweren. Kommen wir zu einem kleinen Technik-Update. Also einmal ist mir letzte Woche die Pumpe hops gegangen. Die ist auch von meinem Kollegen, von meinem Bekannten. Ja, und dann arbeitet jetzt hier ein Evo 1000 drin, der sich noch ein bisschen einarbeiten muss, weil der stand eine ganze Zeit lang trocken bei meinem Bekannten. Und ja, aber er arbeitet gut, kann mich nicht genug beschweren. Das passt also soweit. Und was auch noch Neues ist hier die vierfach Dosierpumpe von Jebau. Da hängt momentan Wodka und Vitamine und Aminos von Krothecht dran. Mehr habe ich im Moment noch nicht. Warum ich den Absorber überhaupt einsetze? Ich habe von meinem Bekannten Wassertest gekriegt, Rezi. Profitest und der hat mir pauschal gesagt, einen Phosphatwert von 0,36 angezeigt und das ist geringfügig zu viel. Also habe ich gestern mal schon die erste Dosis von dem Zeug reingepackt. Ich hatte den Nebel des Grauens, es war also komplett milchig das Wasser. Aber was er mir dann auch im Nachhinein gesagt hat, sollte man am besten abends rein tun, dann sieht man das Ganze nicht. Morgens ist es wieder einigermaßen klar. Mit dem einigermaßen klar hat er recht, weil ganz klar ist das Becken noch nicht. Aber pauschal gesagt, passt so. Ich hatte zwischenzeitlich hier und da, sieht man es vielleicht noch, Moment, wenn wir hier auf die Seite gehen, ein paar Cyanus drin. Aber meine Polaris ist ja kräftig dabei, die arbeitet sich hier sehr gut durch, dass sie natürlich nicht alle Stellen gleichzeitig bearbeitet, ist auch klar, ist nun mal nur ein Fisch. Aber alles in allem bin ich mit dem Tierchen sehr zufrieden. Ist natürlich so eine Sache, man kann nicht alles unten am Boden stehen lassen, wie zum Beispiel hier unten die große Rhodactis, die hat die mir teilweise hier und da schon mal zugebuddelt. Dann hat sie die Rhodactis da hinten. Wollte sie drunter eine Höhle drunter bauen, hat sie dann komplett in einem Krater versenkt. Ja, das sind also diese Kleinigkeiten. Also wenn man nicht viel auf dem Boden stehen hat, dann geht das mit dem Tierchen, läuft alles eigentlich recht gut. Kann mich also nicht genug beschweren. Ja, sonst ist pauschal gesagt nichts passiert. Die Korallen. Die Tierchen sind jetzt alle wieder mehr oder weniger auf dem Weg der Besserung. Also sieht wieder relativ gut aus. Ich habe auch ein bisschen mit dem Licht gespielt. Ich hatte ja noch
eine andere Röhre rechts außen drin. Habe die jetzt mal wieder gegen eine tiefblaue ausgetauscht. Scheint den Korallen etwas besser zu gefallen. Ich hatte vorher die Azur und die normale Koralle von Giesemann da gleichzeitig drin. Und jetzt, ja, nach dem Austausch auf die blaue, ich kann es mir einbilden, ich weiß es nicht. Bin ich der Meinung, es steht ein bisschen besser, aber das kann natürlich auch mit Wasserwechsel und Zugabe von Spurenelementen und anderen süßen Sachen hier von Dorfig Marin zum Beispiel. Kann das alles zusammenhängen. Also was genau, weiß ich jetzt im Moment nicht, aber ja. In diesem Sinne hat sich ja nicht viel verändert. Würde ich mal pauschal sagen, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Euer Walter.